So, ich möchte euch recht herzlich begrüßen zur nächsten Ausgabe. Ich weiß, der Titel klingt ein bisschen nach Clickbait, aber tatsächlich ist es so, wenn ihr die richtige Digitalisierungsförderung für euch gefunden habt, dann kann es tatsächlich sein, ihr bezahlt nur die Hälfte für den 3D-Scanner, wie wir später an dem Beispiel sehen werden. Ich ziehe das Thema gerade ein bisschen vor. Ich schreibe aktuell an einem Blogbeitrag auf der 3dscanacademy.de Blog. Der wird demnächst veröffentlicht zum Thema Digitalisierungsförderung, Finanzierung, einfach so ein bisschen das Thema Finanzen und wie kann ich mir einen 3D-Scanner leisten, ein bisschen beleuchten. Und ich ziehe das jetzt aus aktuellem Anlass vor, da am 27.07.2022 in Hessen der nächste Verlosungstermin ist für die Digitalisierungsprämie in Hessen. Dazu wird der Andreas Keisen später noch ein bisschen was erzählen. Der hat sich die Zeit genommen, uns das mal vorzustellen. Das ist ein reales Beispiel, das ist ein Kunde von mir. Ich kann das komplett belegen, dass es so gelaufen ist. Ich habe daran auch nichts verdient, also ich habe weder mit dem Andreas noch mit irgendwelchen Banken oder sowas irgendwelche Beraterverträge, kriege kein Geld für die Geschichte. Es ist tatsächlich ein Thema, was bei mir immer wieder ankommt und was ich für die Kunden einmal sauber aufbereiten will. Ich muss euch eins dazu sagen vorab, diese ganzen Programme und auch Förderungen, die sind privatwirtschaftlich zum Teil und zum Teil sind sie Ländersache. Die von den Ländern in Deutschland aufgesetzten Programme unterscheiden sich doch ziemlich. Also es ist mitnichten so, dass das, was jetzt in Hessen so genau abläuft, das gleiche ist, was in Nordrhein-Westfalen passiert. Dazu möchte ich einfach ein Informationsmedium schaffen im Blog, wo auch tatsächlich die unterschiedlichen Länder mehr beleuchtet werden. Wenn ihr tatsächlich Wirtschaftsförderer seid, Anträge schreibt, hier in dem ganzen Bereich beratend tätig seid, ihr seht den Beitrag, und ihr seid aus Bundesländern jetzt nicht Baden-Württemberg, Hessen oder Bayern, meldet euch bitte bei mir. Also ich habe tatsächlich noch Platz für mehr Kontakte. Ich will das auch gesamtdeutschlandweit irgendwie abdecken, das Thema, wenn es möglich ist. Ich bin aber natürlich auch froh, wenn ihr euch da einklingt. Ihr sollt natürlich auch davon profitieren, wenn ihr dann nachher Kunden dadurch generiert. Und für mich ist es die Möglichkeit, einfach auch tatsächlich Mehrwert für meine Kunden zu generieren. Also ich würde sagen, für alle eine Win-Win-Situation. So, jetzt genug zu der ganzen Formalie. Machen wir es mal konkret. Andreas wird euch das jetzt vorstellen. Schaut es euch an, wie es in Hessen. Hallo Lutz, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Andreas Keisen, ich bin Unternehmensberater für Digitalisierung und Datenschutz und ich unterstütze Firmen dabei, Fördermittel zu nutzen. Ich selber bin selbstständig seit 25 Jahren und ich habe zudem diverse Firmen auch von Null an den Start gebracht. Ich weiß, was Unternehmer brauchen. Zunächst möchte ich euch einen Überblick über die verfügbaren Fördermaßnahmen deutschlandweit oder auch von den Ländern geben. Dazu habe ich euch eine Slide vorbereitet. So, zunächst ist es wichtig zu wissen, jedes Bundesland kocht da etwas seine eigene Suppe. Jedes Bundesland hat seinen eigenen Digitalisierungszuschuss und leider hat auch jedes Bundesland eigene Bedingungen, eigene Konditionen. Leider müsst ihr euch da informieren oder eben fachkundigen Rat suchen. In meiner Tätigkeit kümmere ich mich um den Digi-Zuschuss im Land Hessen. Habe ich euch auch mal eine URL hinzugefügt, worum man sich prima auch informieren kann. Der Digi-Zuschuss in Hessen läuft als Verlosung ab. Das heißt, man bewirbt sich zu diversen Stichtagen mit seinem Projekt, seine kurze Bewerbung. Und wenn man dann ausgelost wird, dann kann man sein Projekt mit einem Antrag einreichen und dann wird es geprüft. Die zwei letzten Termine für 2022 habe ich euch hier in der Präsentation beigefügt. Das ist der 27.07. und der 30.08. diesen Jahres. Ein weiteres Förderprogramm ist das Digital Jetzt vom Bund. Auch dort habe ich euch eine URL reinkopiert. Das ist auch ein Verlosungsprogramm, sehr interessant, weil es durchaus um sehr hohe Summen dabei gehen kann, also Projekte bis 100.000 Euro. Allerdings hat es einen großen, großen Nachteil, den werdet ihr sofort sehen, wenn ihr auf diesen Link geht. Die Chancen, dort reinzukommen, sind sehr, sehr, sehr gering. Es gibt sehr viele Bewerber auf sehr wenig Geld. Deswegen überspringe ich das hier mal weiter. Geht zum nächsten. Go Digital, auch vom Bund, ist ein ganz anderes Programm. Hier geht es nur um die konzeptionelle und die Beratungsleistung, die dort gefördert wird, nicht um die Umsetzung. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein IT-Sicherheitskonzept aufrollen will, irgendwas, was generell nur konzipiert wird und später umgesetzt werden soll, ist das richtige Programm. Auch hier ein Link reinkopiert, der gab es leider nicht kürzer.
Und dann zur Vollständigkeit natürlich auch noch, es gibt auch Fördermittel von der KfW, wobei das sind meistens Kredite, wo man eben ein paar Prozent nicht zurückzahlen muss. Deswegen kümmere ich mich um diese Programme gar nicht. Meines Erachtens sind diese nicht lukrativ. Meine Aufgabe ist es nun, das passende Förderprogramm für euer Projekt zu finden. So, Andreas, ja, vielen Dank für die Übersicht. Das war sehr informativ. Ich habe selber mal einen Förderantrag geschrieben für ein Uni-Projekt und ich kann euch sagen, das hätten wir ohne den Anwalt dazu nie durchbekommen. Ihr kommt im Leben nie drauf, was die von euch wollen. Also die Details dazu zu formulieren, dass die dem Antrag gerecht werden, ist relativ schwierig. Deswegen würde ich euch echt empfehlen, euch da professionelle Hilfe, so jemanden wie den Andreas, dazu zu holen. Und wir haben das tatsächlich auch schon gemacht. Wir haben ja ein Beispiel von einem Kunden für einen UE Pro mitgebracht. Und das kann euch ja jetzt mal vorstellen, wie das dann konkret in Zahlen aussehen würde. Genau richtig, Lutz. Lass uns doch mal einfach ein konkretes Beispiel anschauen. Zum Beispiel hier vom Chris, bei dem wir letztens einen UE Pro 3D-Scanner über das Förderprogramm abgewickelt haben. Wie ihr seht, so ein UE Pro kostet knapp 22.000 Euro. Davon abzüglich kommt jetzt die Förderung des Landes Hessen. Das sind 50% von bis zu 20.000 Euro Projektsumme. Das heißt, mal kurz umgerechnet, 10.000 Euro. Das gehen jetzt ab von dem Preis. Das ist also die maximal mögliche Förderung. Und es verbleibt damit ein Eigenanteil von knapp 12.000 Euro. Ihr seht, da geht schon eine gute Stange Geld runter, ne? Wie Lutz es vorhin schon gesagt hat, natürlich ist dieser ganze Antragsprozess nicht unkomplex. Das heißt, zur Wahrheit gehört dazu, entweder habt ihr einen relativ hohen Stundenaufwand, um euch um den ganzen Antragsprozess, die ganzen Formulare, die ganzen Bedingungen eben durchzufuchsen, oder ihr nehmt natürlich Geld in die Hand und beauftragt einen professionellen Fördermittelberater. Bitte bedenkt auch, und das ist ganz wichtig, dass die Investition zunächst von euch komplett bezahlt werden muss. Das heißt, das ganze Geld müsst ihr erstmal auf den Tisch legen können und dann nach Einreichung des Verwendungsnachweises, also den letzten Antrag sozusagen, dauert es circa 8 Wochen, bis dann die Fördermittel auf eurem Konto ankommen. Ja gut, Andreas, das klingt ja echt super, aber wie sieht es denn dann eigentlich aus? Was kostet es den Kunden, wenn er das bei dir beantragt? Machst du das kostenlos oder du wirst ja wahrscheinlich auch was dran verdienen, oder? Ja, Lutz, ein wenig kostet es schon, aber es ist sehr überschaubar. Im Endeffekt habe ich jetzt für die Kunden der 3D-Scan-Akademie ein Sonderkontingent mal eingerichtet. Von der Antragstellung, den ganzen Formalien bis zum Verwendungsnachweis könnt ihr mit 400 bis 500 Euro netto an Kosten rechnen. Ganz wichtig dabei, falls euer Antrag abgelehnt wird, entstehen für euch gar keine Kosten. Dann geht die ganze Arbeit auf mich. Wow, das ist nicht schlecht. Also für alle, die es jetzt irgendwie nochmal hören müssen, bis es wirklich irgendwie angekommen ist, wenn das nicht klappt, kostet es nichts. Also ihr könnt tatsächlich es einfach mal drauf ankommen lassen, holt euch von mir ein Angebot. Reicht das ein, wenn ihr gelost werdet, macht der Andreas für euch den Antrag und die Kosten werden nur fällig, wenn das quasi durchgeht. Und also ich glaube, das ist mehr als fair und ich finde 400 bis 500 Euro, das zahlt ja jeden Flaschner, der heute irgendwie einmal kommt und die Heizung anguckt. In der Zeit, wenn ihr das auf Stundenlohn umrechnen würdet, hättet ihr noch nicht mal die Formalien gelesen. Also ich finde es ein super Angebot. Ich von meiner Seite aus, von der 3D-Scan Academy, gebe für alle, die über den Andreas den Antrag stellen, nochmal einen extra Rabatt auf meine normalen Preise vom Shop von 5% drauf. Und ich glaube, das sollte für den einen oder anderen vielleicht Grund genug sein, sich das mal zu überlegen und hier digital zu werden. Ich nehme mal an, Digitalisierung hat hier ein großes Spektrum, das da eben förderfähig ist. Du kannst ja noch ein bisschen was zu den Themen erzählen, die du sonst noch da betreust in dem Umfang. Ja, genau richtig. Es gibt ja auch noch die 3D-Drucker, Lutz. Ja? Die sind auch mit dabei, das passt ja auch ganz gut zusammen. Aber das natürlich nur am Rande. Die Hauptthemen, die ich sonst in der Förderthematik und in der Digitalisierungsberatung habe, sind natürlich breiter gefächert. Und ich habe euch mal ein paar Beispiele beigebracht von Projekten, die auch so tatsächlich gefördert werden und umgesetzt worden sind.
ganz vorneweg, zum Beispiel Online-Shops. Und Online-Shops habe ich ganz häufig. Das ganze Thema, wenn Kunden von On-Premise-Lösungen, alten Servern in die Cloud umsteigen. IT-Sicherheit, laufend. Ne? Dann natürlich das ganze, der ganze Bereich von Software, Branchensoftware, Dokumentenmanagementsystemen, Warenwirtschaft. Also alles, was dann die Firmen brauchen, wenn sie irgendwann mal sich überlegen, von Word und Excel auf eine vernünftige Software umzusteigen, bis hinten hin zu zum Beispiel digitaler Personalverwaltung oder auch E-Learnings-Themen. Es ist sehr, sehr breit und grundsätzlich ist es so breit aufgestellt und auch in den verschiedenen Förderprogrammen immer mit leichten Nuancen, was wo gefördert wird, dass ich euch nur einen Tipp geben kann. Egal, was ihr vorhabt, ein Projekt im Bereich Digitalisierung, bitte sprecht mit jemandem, der sich um Fördermittel zu diesem Thema kümmert. Weil es gibt eigentlich zu allem und jedem ein passendes Programm. Das ist meine Aufgabe, dieses passende Programm mit euch zu finden für euer Projekt. Und es wäre doch sehr schade, wenn man etwas startet und dann im Nachhinein feststellt, oh, es hätte gefördert werden können. Das können wir vermeiden. Ein kurzer Anruf, eine kurze E-Mail reicht. Ich gehe gern kostenfrei das Thema ganz kurz mit euch durch, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Danach sind wir schlauer und können dann die nächsten Schritte planen. Und es wäre schade, wenn ihr quasi loslegt und dann nachher feststellt, dass ihr da irgendwie Unterstützung bekommen könntet, die ihr mit Sicherheit jetzt gerade in dem Geschäftsumfeld auch gut brauchen könnt. Also im Zweifelsfall erstmal beim Andreas melden. Wenn es um 3D-Scanner geht, könnt ihr euch gern vorab von mir ein Angebot holen. Also das ist eigentlich der Weg, wie wir es empfehlen. Das heißt, ihr schreibt mich an, für welche Geräte oder für welches Gerät ihr euch interessiert. Ich schreibe ein Angebot, das ist dann so abgestimmt, dass es zum Förderauftrag oder Antrag, muss man ja sagen, vom Andreas passt. Und er reicht den dann ein. Bei den anderen Themen dürft ihr euch natürlich direkt einfach beim Andreas melden. Die Kontakte werde ich unten verlinken in den Shownotes. Und da könnt ihr ihn gerne fragen, ob das Projekt, was ihr gerade aktuell plant, ob das förderfähig ist oder nicht. Ja, genau richtig, Lutz. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es hat dir und auch deinen Kunden einen Mehrwert gebracht. Und ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme. So, das war's für heute wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch was gebracht. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema Förderung mal auseinanderzusetzen. Es gibt da durchaus mehr Programme, als den meisten bewusst ist. Wie gesagt, ich werde den Blogbeitrag veröffentlichen. Zusatzinformationen, die mir nicht bekannt sind, die ihr kennt, schreibt mir ruhig, alles gut. Wenn ihr sonst noch was wisst, schreibt es in die Kommentare oder spezifische Fragen habt, natürlich den Kanal abonnieren. Würde mich freuen, hilft mir natürlich auch, den Content zu generieren, wenn ich merke, dass es relevant ist. Und wir werden in einem der nächsten Videos den Kollegen, den ihr heute vorgerechnet gesehen habt, der den UI Pro gekauft hat, vorstellen. Und wir werden euch zeigen, wie der Chris in seinem Geschäftsmodell damit Mehrwert generiert und was ihm das Ganze gebracht hat. Er kann vielleicht auch nochmal zwei Sätze dazu sagen, wie das Ganze vom Ablauf war aus seiner Sicht. Aber das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.